wie passt der denn da drunter? Was ist denn das? Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Nie. Er spoilert halt eigentlich viel, aber hey. Ich sah Byakuya Togami, bereits tot und unerkenntlich gemacht. Stimmt, Nachtsichtgerät. Na, danke, danke. Wieso hatte der Nachtsichtgerät? Folge 1. Falsche Missgunst. Mordtag. Byaku... Ja? Why is Byakuya? Na, weil ihn jemand umgebracht hat. Ich muss erstmal eine Gurke auf Byakuya essen. Der liebt doch auch Essen. Ah! WB Rocky. Also, ich habe so ein Piepen auf den Ohren. Er hat sich in Panik selbst gegessen, als das Licht ausging. Während hinter mir Unmengen an Schreie freigelassen wurden, konnte ich nicht verstehen, was ich gerade sehe. Aber es war real. Ich bekam die Leiche eines verstorbenen Freundes zu Gesicht. Why? Sie mögen wir nicht? Sie kreischt. What is this? Ja, jetzt haben wir eigentlich dann fast alle... Hey! Alle Bilder durch, oder? Are you kidding me? Das kann doch nicht echtes Blut sein, oder? Es muss Marmelade oder Soße sein, richtig? Aber wenn das Blut ist... What the hell? Gütiger, das nenne ich eine Wende. Juhu! Aber interessant ist es auf jeden Fall. Thrills, chills, kills! In diesem tropischen Paradies auf der Insel Dabberwalk fand der erste Mord statt. Mord? Could it be? Warte mal. Wie geht's meinem Tamagotchi? Okay, alles noch gut. Halt, aber dann heißt das... Natürlich. That's right. Bitte einen Schrei freigelassen worden sein. Bitte lass einen Schrei freigelassen worden sein. Byakuya fiel jemanden von euch zum Opfer. Ironisch, nicht wahr? Of course. Wenn man sich seine Leiche anguckt, kann man das sofort daraus schließen. Er wurde ermordet. Aber wir haben diesmal gar keine ultimative Detektivin dabei. Schaut euch diesen schrecklichen Gesichtsausdruck an. Da, wie soll ich mir denn den Gesichtsausdruck angucken? Ich sehe seinen Hinterkopf, das ist alles. Wie ist es, ein Gesicht voller Bedauern, so früh und wegen den Wünschen anderer sterben zu müssen? Diese eklige Todesgrimasse beweist, dass es Mord gewesen sein muss. Byakuya wurde höchstwahrscheinlich von jemandem geopfert, der diese Insel unbedingt verlassen will. Lügen, das stimmt nicht. Wir haben ihn nicht ermordet. Ermordet. Ich habe es ausgesprochen. Ein dickes, schmutziges Gefühl machte sich in meinem Körper breit. Autounfall aus. Ich glaube, er hat einen Wanderunfall gehabt. Nein, ein Mord. Wie geht's meinem Tamagotchi? Gut, okay. Hä, es ist wichtig nicht, dass mein Tamagotchi stirbt. Diese Luna dabei, nee, die kann es nicht so. Dies bedeutet, dass ich es angenommen habe, dass Byakuya ermordet wurde. Von irgendjemandem. What is this? Pico Pico lebt noch. Could it be? Kann das wirklich Byakuya sein? Why? Oh, ich hab's kein... Naja. Warum ist das passiert? Und warum Byakuya? Ich verstehe schon. Fuyuhiko ist nicht anwesend, was? What are you gonna do? Um also jeden auf den aktuellen Standpunkt zu bringen, werde ich es traditionell ankündigen. Ja, ich dachte, er wäre wenigstens der Mörder, Rocky, weißt du? Mann, ist Durchfall. A body has been discovered. Now then, after a certain amount of time has passed, the class trial will begin. Und
Gerichtsverhandlung? Hey, ich habe Klassengerichte schon erklärt, richtig? Wenn jemand von euch stirbt, müssen alle Überlebenden entscheiden, wer schuldig ist. Wir sollen den Mörder finden. Correct! Genauso. Über Nacht werdet ihr diese Gegend untersuchen und den Täter herausfinden. That's impossible! Das kann nicht sein. Jemand hat gemordet. Solltest du mit deinen Gefühlsausbrüchen nicht aufhören, könntest du verdächtig wirken. That's... Ich werde es nicht glauben. Yakuya ist tot? So etwas Hoffnungsloses darf nicht geschehen. No, no, no! Ihr könnt es nicht glauben und beginnt deshalb keine Ermittlung. Das ist bereits eine Falle des Mörders. Kommt schon, ihr habt nicht ewig Zeit. Ihr steckt in einem blutrünstigen, leidenschaftlichen Kampf mit Byakuyas Mörder, also strengt euch an. Es hat bereits damit angefangen, dass einer von euch Mordgedanken hatte. Hey! Hey, was sagst du da? You can't! Hört mir mal bitte zu. Ihr könnt und solltet Monokuma nicht vertrauen. Du kannst so oft dazwischenfunken, aber trotzdem gibt es nur eine Wahrheit. On my grandfather's. Und diese Wahrheit steht hier vor euch. Unter dem Tisch. Oder mit aufgeschnittenem Gedärm gestorben ist. Aber das könnte alles nur Marmelade sein. Sicher, dass er brutal umgebracht wurde? On my grandfather's. Grave. Hey. Was? Dein Großvater ist gestorben? On my grandfather's. Ja, Plane. Emergency. Oh nein, sein Flieger muss abgestürzt sein. This is kind of depressing. Das war mehr als langweilig, wenn das so weitergeht. You ain't my comedy partner anymore. When you hit me with a charging corkscrew attack. Hast du das gesehen? Wenn du dich mir weiterhin widersetzt, werde ich keine Gnade walten lassen. Ich werde dein Herz stählen und dir eine Lektion beibringen, die du nicht mehr vergessen wirst. Oh Gott, wie hat Blut? Wenn ich nur meinen Zauberstock hätte, könnte ich gegen Monokuma ankämpfen. Fine, fine. Naja, was auch immer. Lassen wir einfach diesen weinerlichen Hasen in Ruhe und beginnen die Ermittlungen. Nun dann, hinsichtlich des kommenden Zweifels und Betrugs rate ich euch, alles hier zu untersuchen. Juhu! Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück. Das ist immer gemeint, ja. Und danach ist Monokuma verschwunden, uns bekümmert alleine lassend. What is this? Was heißt das? Ich verstehe nicht. Eine Suche nach Byakuyas Mörder. Wie konnte es dazu kommen? What's going on? Ich brauche eine Pause. Warum muss ich hier sein? Ihr könnt euch einander nicht anzweifeln, weil ihr Freunde seid. Understand? Aber der Herr Wurstfinger wurde ermordet. Nicht? Wenn wir seinen Killer nicht herausfinden können, werden wir auch alle umgebracht. Please wait. Das mag sein, aber ich könnte es nicht ertragen. Wir haben uns endlich besser kennengelernt. Ich kann und werde euch nicht anzweifeln. So. Ernsthaft? Hast du ihm überhaupt zugehört? Dein Ertragen tut hier nichts zur Sache. Wir müssen das tun, um zu überleben. Wir haben keine Wahl, als es zu tun. I won't forgive you. Nein, ihr könnt euch nicht misstrauen. Shut up! Shut up! Halt die Klappe! Hau einfach ab, du nutzloser Haufen Müll! Aua! Drogen sind echt gruselig. Drogen. Drohungen. Drogen auch. Müssen wir das wirklich machen? But... Nein, ich könnte das nicht. Aber du bist Tatortfotografin. No! Ich will es auch nicht mehr machen. Es hört sich richtig gruselig an. Die ist die Verräterin. Sorry, aber Entschuldigung, du bist eine Krankenschwester. Du wirst ja wohl Blut sehen können. However. Aber wir müssen Hyokos Rat bedenken. Wenn wir ansonsten hingerichtet werden würden, ist es Pflicht. Aber ich kann einfach nicht glauben, dass jemand von uns ihn töten konnte. So etwas kann man nicht glauben. Und deshalb... Yep. ...werde ich es machen. Ach, na dann! Ich werde Byakuyas Tod auf den Grund gehen und beweisen, dass niemand von uns sein konnte. Wir brauchen uns nicht einander misstrauen. There's no mistake. Stattdessen müssen wir zusammen gegen diese Prüfung ankämpfen. Wir müssen stark bleiben und zusammen gegen diese hoffnungslose Realität antreten. Wenn wir also überleben wollen, müssen wir uns zusammenreißen. Darf ich kurz etwas sagen? Ich habe Sherlock gespielt und ich möchte gern mithelfen. Well?
In psychoanalytischen Detektivspielen muss der Spieler entscheiden, welche Person den Tatort überwacht. Hey, fast. Close enough, oder? Was sollen wir tun? I know! Oh, stimmt. Es wäre schlecht, wenn der Killer hier überall Beweise vertuschen könnte. Beweise vertuschen? Pointing! Schau da drüben. Dieser große, massige und muskulöse Typ scheint für den Job angemessen. Ich muss aber scheißen. Oh nein! Was zur Hölle war das? Man. Der Typ hat für seine Muskeln ein echt empfindliches Herz. Ging es darum gerade? Hey! Ich werde beim Tatort bleiben. Ich kann mir seine Leiche nicht anschauen und fürs Beweise finden bin ich zu langsam. Ich bleibe einfach an seiner Seite, okay? Das ist das Mindeste, was ich tun könnte. Wahiro. Chapter 1, dann sollten wir uns verkleiden. Ich glaube, die kann nicht gut sprechen. I'll do my best. Ich versuche nicht im Weg zu stehen. Hoffentlich kriege ich das hin. Yes. Von mir aus könnte ich eine Autopsie von seiner Leiche durchführen, wenn es euch nicht stört. Du möchtest also auch hier bleiben, in Ordnung. Aber wohin sollen wir jetzt gehen? Den Teil habe ich nicht kapiert. Sie steht immer im Weg. Offensichtlich sind wir nur Amateure. Eine Nadel im Heuhaufen zu suchen, wäre eine Zeitverschwendung. Polizisten könnten mit Leichtigkeit Beweise finden, aber mit unseren Erfahrungen ist das unmöglich. Hey. Deshalb sollten wir uns zunächst einfach auf unser Bauchgefühl verlassen. Damit beginnen wir, um zu beweisen, dass niemand von uns Byakuya töten konnte. Alter, ganz ehrlich, du gehst mir so auf den Piss. Der ist so, wirklich der, nee, den mag ich nicht. Der ist jetzt böse. Aber eine Autopsie deines Freundes durchzuführen, wie grausam. Aber wir haben keine Wahl. Wir können so etwas nicht einfach ablehnen, richtig? I won't believe. I won't believe. Ich kann es nicht fassen. Warum ist Byakuya tot? Ah. Ich weiß es nicht. You are right. Wenn wir nur so überleben können, ist unser Pfad gewählt. This is the worst. Wir dürfen nicht zurückblicken. Was geschehen ist, ist geschehen. Den wahren Mörder ausfindig machen. Anders werden wir nicht überleben. Aber würde man das Hoffnung nennen? Trotzdem muss ich es machen. Tada! Ihr dachtet, jetzt stünde die Ermittlung an, aber stattdessen verabreiche ich euch. It's the Monokuma File! Hey, hey! Wie ich mir dachte, braucht die Amateure so etwas, um eine Chance zu haben. Was ist deine Monokuma-Akte? I don't like this. Gott, die ganzen Regeln immer erklären zu müssen, ist anstrengend und extrem langweilig, weißt du? Why you? Aber von mir aus kann ich das machen, wenn ihr das Mordspiel weiterspielt. Allow me to explain. Mal sehen. Die Monokuma-Akte enthält genaue und effiziente Informationen bezüglich der Leiche. What? Ich habe sie gerade eben erstellt, damit ihr flüssig mit der Ermittlung anfangen könnt. Nett, nicht wahr? Sching! Ich bin sogar so nett, dass ich mich die Mutter Teresa dieser Welt nennen würde. Hey, hey! Nett, sagst du? Du bist einfach ein Fiesling. What's this? Hey, Monomi, du bist noch hier? You stupid brother! Und jetzt so, als würdest du mich nicht mögen. Damn it! Komm schon, weg mit dir. Deine Zeit ist abgelaufen. Wir müssen die Kinder jetzt ermitteln lassen, okay? Aua, zieh doch nicht so an meinen Ohren. Sie könnten jederzeit abfallen. Das Bauchgefühl sagt dem Muskeltyp, dass er scheißen muss. Ist auch was Wichtiges. Endlich sind sie weg. Eine Mordakte, ne? Ich sollte sie mir genauer angucken, bevor ich irgendwas mache. Oh, das haben wir neu gemacht. Byakuya Togamis Leiche wurde im Esszimmer des alten Gebäudes nahe des Hotels gefunden. Das ist jetzt richtig Hightech, diese Akte. Der ungefähre Todeszeitpunkt war um 23.30 Uhr. Wie spät ist jetzt? 23.47 Uhr, vor 17 Minuten, okay? Das Opfer lag an mehr als 10 wiederholten Stichwunden zwischen seiner Kehle und Bauchregion. Sonst weist die Leiche keine weiteren Verletzungen auf, was Chemikalien oder tödliches Gift einschließt. Byakuya ist tot. Wahl, da schläft er. Byakuya ist also wirklich tot. Verdammt, du hast uns versprochen, dass niemand von uns sterben wird. Aber warum bist jetzt du jetzt tot? Naja, er hat ja nur versprochen, dass niemand von uns anderen sterben wird. Er hat nie versprochen, dass er nicht stirbt. Und jetzt werde ich niemals erfahren, was du mir sagen wolltest. Ich kann mit den anderen über meine Vergangenheit nicht sprechen. Ich schätze, meine Skepsis ist schuld. Anderen zu misstrauen und misstraut zu werden, schon lange konnte ich mich nicht damit abfinden. Diese Rückblenden, ich habe sie vermisst, ja?
Letztendlich musste dies geschehen. Versprochen halten ja richtig. Immer diese Kleingedruckte. Es musste geschehen. Was musste geschehen? Könnte es sein? Und wenn es tatsächlich einen Verräter gäbe, wäre das doch scheußlich. Ein Verräter, der sich als euer Verbündeter ausgibt, nur um euch dann später in den Rücken zu fallen. Ein Verräter? Unmöglich. Nur weil er etwas vor mir geheim halten wollte, ist er nicht gleich ein Verräter. So ist es. Erste Mordakte wurde den Beweiskugeln in deinem E-Handbuch hinzugefügt. Langsam muss ich anfangen, mir alles anzugucken. Ich habe keine Wahl, wenn ich überleben will. Eine Ermittlung ist Pflicht. Ich muss mich einfach auf das Schlimmste vorbereiten, was passieren könnte. Aber warum macht's denn nicht Nagito? Der hat es das letzte Spiel schon gemacht. Ich muss seinen Körper anfassen. Es geht gar nicht um die Leiche, es geht um den Körper. Denn ich bin die Einzige mit Medizinwissen. Deswegen muss ich es durchziehen, das ist auch neu. Bevor du anfängst, solltest du dich lieber beruhigen. Du hast recht, zuerst muss ich ruhig sein. Schon ohnehin bin ich zu tollpatschig, um keinen Fehler zu machen. Das konnte man von gerade eben sehen, ja? Meinst du nach dem Stromausfall? Vergib mir, dass du so etwas Unansehnliches sehen musstest. Ja, ist okay. Ich verzeih dir, aber gut, dass du es einsiehst, ne? Ah, jetzt habe ich mich daran erinnert. Ich habe mich so lächerlich gemacht und das vor allem, dass ich es jetzt nochmal zeigen muss. Das mal beiseite gelegt, wie in aller Welt konntest du dich so verwickeln? Nun, ich habe mich auf einmal erschreckt, bin auf dem Teppich ausgerutscht und kam nicht mehr hoch. How embarrassing! Bitte erinnere mich nicht mehr dran. Würde ich ja gerne, aber das wird schwierig fürs Erste. Tut mir leid. Ich halte das nicht mehr aus. Hä? Das ist doch jetzt kein Beweis! Also ganz ehrlich, der Grafiker hat dafür aber 50 Euro gekriegt, nicht nur 5, oder? Also, warum müssen wir es dann nochmal sehen? Ja, und warum nochmal? Naja, gut. Yeah. Oh, das war auch neu. Oh, Helm und Ohrring, hör meine Flehen. Hör meine Flehe. Impossible! Ist meine Mühe denn sinnlos? Hey, suchst du immer noch nach deinem Ohrring? You! Es ist kein läppischer Ohrring. Es ist der Höllenhund-Ohrring. Fine. Vor langer Zeit wurde ein entsetzliches Biest als Höllenhund getauft, welcher überall gefürchtet wurde. Muss das jetzt sein? Der Höllenhund zerfleischte unzählige Feinde in jedem Schlachtfeld, an dem er teilgenommen hatte. Und sein durchnässtes, blutrotes Fell musste in den heulenden Winden der Isolation trocknen. Nachdem ich zu guter Letzt dieses diabolische Biest zähmen konnte, wurde ich belohnt. Shiver! Mit dem Höllenhund-Ohrring. Der hat Pen and Paper gespielt, oder? Sodass ich niemals die Nacht vergessen würde, in der ich diesen Köter bezwungen habe. Hat er sich das alles gerade ausgedacht? Ich weiß, dass dir der Ohrring am Herzen liegt, aber jetzt gerade steht eine Ermittlung an. I won't let you! Wo befindet er sich? Wo kann er bloß sein? Vielleicht konnte er durch die Flurbretter entwischen? Der Teppich hatte nicht alles abgedeckt, also hätte er durch die Lücken fallen können. Wohahaha, dies ereignete sich also. Welch gewiefter, kleiner Knappe. Gundam lachte schallend, während er zur Wand ging, um seinen Kopf auf dem Boden zu halten. Er schaute durch die Flurbretter. I can see it! Ach, dort ist er. Ich habe dich gefunden. Dich nennt man wahrhaftig den Höllenhund-Ohrring. Heute scheinen mir die Götter dienend beiseite zu stehen. Ich verstehe, es schön für dich. Let me ask. Aber wie kann ich zurückerlangen? Aber wie kann ich zurückerlangen? Mein Arm könnte durch die Lücken nicht passen und selbst mit einem Werkzeug ist dies vergebens. Aufgeben wäre auch eine Option. What? Was? Aufgeben? Diese Welt? Ich meinte die Sache mit deinem Ohrring. You! Na, es ist dir doch nicht aufgefallen.
Sobald der O-Ring aus den Fugen gerät, könnte die vollständige Menschenspezies aussterben. Ihr Menschen badet in Schichten falschen Wissens. Nur so könnt ihr eure Bedürfnisse befriedigen. If you flinch, you will die! Aber trotz diesen Schichten werdet ihr den Winter nicht überleben! Werde ich gerade ausgeschimpft? Fine. Es wäre närrisch, mich auf euch Idioten zu verlassen. Dann muss ich selber aktiv werden. Wenn du mich nun entschuldigen würdest, ich muss die Welt retten. Er geht anscheinend alles ein, um seinen Ohrring zurückzukriegen. Beeindruckender Ehrgeiz. Aber trotzdem wäre es nett, wenn er auch mit der Ermittlung helfen würde. Mal gucken, was wir dann unter den Flurbrettern noch finden, nicht wahr? Wir werden den Winter nicht überleben. Ja, der ist ja erst vorbei. Das heißt, wir haben noch ein... Ja. Durch die Ritzen, also bücken wir... Wer hat denn viel? Mahido, geht es dir gut? Ja, es geht mir gut. What's going on? Hast du das erwartet? Mir geht es fürchterlich. Vor einer Minute hat Byakuya ja noch gelebt und dann passierte plötzlich etwas Schreckliches. Natürlich geht es mir schlecht. Why? Und es kommt noch schlimmer. Jemand von uns hat ihm das angetan, richtig? Das wurde noch nicht festgestellt. Es wurde festgestellt. Du hast es doch bereits schon akzeptiert. This is the worst. Akzeptiert, dass wir seinen Mörder herausfinden müssen. Jemand von uns muss es sein. Ich mag so etwas auch nicht, aber sonst würden wir heute Nacht alle sterben. Es geht nicht nur um dich. Wir müssen das alle durchziehen, um uns alle zu beschützen. Wenn ich nur meine Ruhe im Stromausfall behalten hätte, wäre Byakuya ja jetzt noch am Leben. This is the worst. All das wäre nicht passiert. Mach dir keine Vorwürfe, das ist nie gut. Jeez. Oh Gott. Von einem Jungen getröstet zu werden, ist mir gar nicht recht. Wow. Wow. Hey, Hajime, vergiss, was ich gesagt habe. In Ordnung, mach dir keine Sorgen. Jedenfalls werde ich nicht mehr darauf herumreiten. Sonst würde ich zu einer Last werden. Ich sollte mich eher um meinen Beweis kümmern. Ein Beweis? Hey. Fotos, die ich kurz vor dem Stromausfall geschossen habe. Erinnerst du dich? Hey, Byakuya, komm schon. Ich will ein Foto von dir schießen. Ich bitte dich, sag mal Cheese. Selbstmord. Boah, wer weiß. Hallo, Fudin. Oh, genau. Ganz vergessen. Willst du sie sehen? Ich habe meine Digitalkamera natürlich dabei. Also sind sie jederzeit abrufbar. Du, zeig mal, ne? Darf ich das? Dann bitte. Mal sehen, ich habe dieses Foto geschossen. Und dann noch dieses. Oh, das sieht doch mal cool aus, der Typ hier. Also. Beide entstanden kurz vor dem Stromausfall, aber. Huh? Was? Stimmt etwas nicht? Bis jetzt ist es mir noch nicht aufgefallen, aber kurz vor dem Stromausfall stand Byakuya ja völlig woanders, bevor wir seine Leiche unter dem Tisch gefunden haben. Wir wissen ja, dass wir Byakuyas leblosen Körper unter dem Tisch mit der Lampe gefunden haben, richtig? Aber davor stand Byakuya an einer Wand, weit weg von diesem Tisch. Du hast recht, das ist in der Tat weit weg. Wir haben den Tisch umgedreht, den Raum umgedreht. Das können wir im Gericht benutzen, vielleicht. Hiermit wissen wir, wer wo vor dem Stromausfall gestanden hat. Kannst du die Standorte von jedem Schüler einschätzen? Das gleiche dachte ich auch. Allein anhand den Fotos kann man das nur schwer erkennen, also könnte ich es vereinfachen. Bewegt hat ihn wohl keiner. Hä? Man muss einfach nur geschickt vorgehen. Die haben in Danganronpa 1 auch Hifumi bewegt, okay? Aber wird das wirklich ein Hinweis sein? Das weiß ich noch nicht, aber es könnte definitiv nützlich sein. Leave it to me. Verstanden, dann überlass das mir. Zu mehr bin ich sowieso nicht fähig. Vielen Dank. Das wäre also entschieden. You better do your best. Aber du solltest jetzt auch mit deiner Ermittlung fortfahren. Los, Beeilung. Do you understand? Verstehst du nicht, wie wichtig das hier ist? Wir müssen herausfinden, wie Byakuya gestorben ist. Das weiß ich. Ich werde jetzt weitersuchen. Gut, dass sie mittlerweile wieder ihr Bestes geben möchte. Das war mir vorhin nicht, mit vorhin nicht zu vergleichen. Hey. Hey, Hajime. Ich wollte kurz etwas mit dir besprechen. Vor dem Stromausfall war Byakuya mit uns im Esszimmer, korrekt? Das stimmt. Und wenn Byakuyas Leiche entdeckt wurde, nachdem die Lichter wieder angegangen sind, muss er während des Stromausfalls gestorben sein, oder nicht? Das könnte gut möglich sein. What? Aber warum war dann Byakuyas Leiche unter einem Tisch versteckt? Selbst wenn der Mörder ihn hätte verstecken wollen, wäre er früher oder später aufgefunden worden.
Verwirrt sich das nicht auf? Das macht wirklich keinen Sinn. Und dem Mysterium auf den Grund zu gehen, müssen wir zunächst erfahren, was sich hier ausgetragen hat. Während des Stromausfalls? Aber wie sollen wir das wissen, wenn es so dunkel gewesen ist? That's not it. Dunkelheit beeinträchtigt deinen Sehsinn, nicht aber dein Gehör. Mein Gehör? Möchte mir sagen, dass wir anhand den Geräuschen während des Stromausfalls eine Theorie aufstellen können? Wer hat aufgenommen, Sound und so? Glaubt ihr, bei den VODs findet man das Soundmaterial? Danke, Dominik, danke. Ultimative Erbe nicht und ultimativ gegen Messerstich im Mund, ne? Scheinbar echt nicht. Ja, aber man kann halt nicht alles, ne? Gucken wir uns die Leiche an. Unter diesem Tisch wurde Byakuya. Ich sollte den Tisch lieber zuerst von außen betrachten. Aber eigentlich interessiert mich nur eine Sache. Diese Lampe hier. Sieht sehr altmodisch und teuer aus und wiegt auch einiges, wie es scheint. Das Kabel ist mit der Steckdose verbunden, also war die Lampe auch nicht funktionstüchtig. Sonst aber befindet sich nichts auf dem Tisch, was einem Beweis ähneln könnte. Das war's. Jetzt muss ich stark bleiben. Ich werde es machen. Ich entließ einen Schrei, um mich zu ermutigen und bückte mich unter den Tisch. Sofort bemerkte ich diesen unerklärlichen Geruch. Es erinnert mich an altes Metall. Indem ich diesen brennenden Schmerz in meinen Augen ertrage, konnte ich seine Leiche untersuchen. Byakuya Togami, der ultimative Erbe. Jemand, der zwar strenges und unhöfliches Benehmen zeigte, aber trotzdem wollte er uns alle anführen. Warum muss das hierzu kommen? Jetzt kann ich für ihn nur noch seinen Mörder büßen lassen. Ich muss herausfinden, warum er gestorben ist und durch wessen Hand. Ich habe gerade durch wessen Hund gelesen, aber hey. Verstehst? Unter dem Tisch klebt irgendwas. Ist das Klebeband? Die nicht klebrige Seite des Klebebands wurde mit irgendeiner Art Farbe bemalt. Trotz diesen schwachen Lichtverhältnissen glüht diese Farbe unter dem Tisch sogar. Könnte das Glühfarbe sein? Was ist das? Das sieht nach einem Fernglas aus. Aber warum würde hier so etwas sein? Hey. Hajime, das ist kein Fernglas. Aber was dann? Perhaps. Ich würde auf eine Nachtsichtbrille schätzen. Nachtsichtbrille? Ich habe so welche schon früher im Supermarkt gesehen, zusammen mit anderer Ausstattung. Ja, toll, da war ich auch schon schneller als du. Wenn das der Fall ist, hat der Täter diese Nachtsichtbrille getragen, um Byakuya selbst im Dunkeln zu sehen. Nachtsichtbrille wurde der Beweiskugel. So, was haben wir noch? Ich will halt hier das angucken, aber das geht gar nicht. Ein blutiges Messer. Wurde Byakuya damit umgebracht? Warte mal, wie konnte der Mörder überhaupt ein Messer zum Esszimmer schmuggeln? Byakuya hat jeden von uns aufs Genaueste abgetastet und wir haben auch alles auf Waffen und durchgesucht. Alle konfiszierten Objekte wurden im kleinen Koffer im Büro gelagert, alle also außer Reichweite. Hätte es sein können, dass der Mörder dies aus dem Koffer gestohlen hat? Nein, ich denke sogar eher, dass er es hier irgendwo versteckt haben musste. Aber das ist doch nicht alles. Am Griff klebt irgendeine Farbe. Trotz diesen schwachen Lichtverhältnissen glüht diese Farbe unter dem Tisch sogar. Ja, halt mit dem Klebeband wieder rausgefischt, meine Güte jetzt. Oder halt dran geklebt. Da muss das Glühfarbe sein, richtig? Ach so, ja klar, die Glühfarbe, damit man es findet. Ja, war am Tisch dran geklebt, okay. Messer wurde bei Weißkugeln. Bla bla. Also was ist das, eine Hand? Nee, die Blutspur, okay. Gucken wir jetzt mal die Blutspur an. Supermärkte wirklich gut aus. Ja. Nicht ganz unbestätigt. Das Blut fließt immer noch aus Byakuyas Leiche. Ich kann fast nicht hinsehen. Hier wurde so viel Blut verteilt. Überall. Selbst die Innenseite der Tischdecke ist blutgetränkt. Das kann ich mir aber leicht erklären. Als er hier erstochen wurde, ist das Blut überall hingespritzt. Woanders erstochen worden sein, macht ja auch keinen Sinn. Es gibt sonst gar keine Blutspuren. Blutspuren am Tisch wurden den Beweiskugeln in deinem E-Handbuch hinzugefügt. Glühfarbe. Der war Farbstoff in Glühwein. Die Leiche ist im Boden zugewendet. Als ob er gerade etwas versucht hätte zu tun. Laut der Mordakte wurde er mehrmals zwischen seiner Kehle und Bauchregion gestochen. Mehrmals gestochen. Mehrmals. Wer von uns könnte so etwas Schreckliches machen? Erste Mordakte wurde aktualisiert. Ich habe mir schon alles unter dem Tisch angesehen, was ich musste. Und ehrlich gesagt will ich mir diesen Tatort nicht länger ansehen müssen. Trotzdem kommen wir der Wahrheit hinter Byakuyas Mord immer näher. Ah, das ist dieser Koffer, den Byakuya mit sich geführt hat. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er geschlossen, aber jetzt nicht mehr. Hier sind echt komische Sachen drin. Ist das in dieser Tube Pfefferspray? Und was ist das? Ein schwerer Behälter aus Plastik, aber nichts ist drin. Was da wohl drin gewesen ist? Vielleicht das Nachtsichtgerät? Aber noch eine andere Sache fällt mir ins Auge. Und zwar dieser kleine Schlüssel hier. Mit dem kann man anscheinend den kleineren Koffer öffnen.
Und wenn ich mich recht erinnere, war der andere Koffer im Büro. Alle gefährlichen Objekte waren darin. Aber wenn der Schlüssel zum kleineren Koffer hier ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass Byakuya mit einer Waffe aus dem anderen Koffer getötet wurde. Und das heißt wiederum, dass uns der kleine Koffer keine Beweise für den Mord geben wird. Wisst ihr, wer übrigens die ganze Zeit schon da war und aufgeräumt hat? Nagito. Wollte ich jetzt nur mal anmerken. Trotzdem kapiere ich es nicht. Warum hat Byakuya überhaupt so etwas mitgebracht? Ein Koffer voller Sicherheitsausrüstung. Vielleicht ist er auf Nummer sicher gegangen, aber selbst dann wäre es echt übertrieben. Hätte er über einen Mord Bescheid wissen können? Dann würde es Sinn machen, weshalb er Körperchecks durchgeführt hat an allen. Und der musste auch nicht gekörpercheckt wurden. Alle wurden gekörpercheckt, aber nicht Nagito, der geputzt hat. Und so würden auch endlich zwei Männer hintereinander sterben. Bei Danganronpa 1 waren es zwei Frauen, die als erstes gestorben sind, ja? Ja? Und jetzt wollen sie natürlich die Überbleibsel aus dem ersten Teil loswerden. Es würde Sinn machen, okay? Aber es ist irgendwie ein bisschen zu offensichtlich. Aber hey, hey, ne? Ein ziemlich großer Tisch, aber sonst sieht alles normal aus. Es ist viel lecker aussehende Gerichte, aber fast niemand hat etwas davon gegessen. Irgendwie traurig, wenn man darüber nachdenkt. Hä? Die eine hat alles gegessen. Schlussendlich hat niemand viel gegessen, bla bla. Eine Klimaanlage, welche durch eine Fernbedienung gesteuert werden kann. Warte mal, eine Klimaanlage? Könnte es sein? Könnt ihr euch nicht einmal ein wenig erwachsener verhalten? Woher kam das Geräusch? Der erste. Es ist der erste Mord. Also Byakuya ist die erste Leiche. Also ja, zweite stirbt. Ja, genau, ja. Die Klimaanlage ist wahrscheinlich die einzige Maschine im Esszimmer. Und die Fernbedienung dafür liegt hier. Auf ihr steht 23.30 Uhr. Byakuya muss auch um diese Zeit gestorben sein. Wenn das so ist, heißt das, dieses mechanische Geräusch unmittelbar vor dem Stromausfall musste von der Klimaanlage kommen. Das ist doch möglich, oder nicht? Eine andere Erklärung kommt mir nicht in den Sinn. Klimaanlage! Hajime. Hast du eine Minute? Nicht für dich! Was los? Hey. Wenn wir hier mit unseren Untersuchungen im Esszimmer fertig sind, würdest du mir helfen? Ich würde den Rest ein wenig befragen, aber alleine habe ich bestimmt keine Chance. Und ich mache ihnen keine Vorwürfe. Wer weiß, wer von uns der Mörder ist. Aber warum ich? Was soll ich sagen? Wir sind halt auf der gleichen Wellenlänge. Ich mag dich nicht! Wir beide führen hinsichtlich der Akademie ähnlich. Das mag sein, aber... Ach, von mir aus, wenn wir daraus Ergebnisse ziehen können, dann ist das umso vorteilhafter. Super, du bist eine große Hilfe. Wir fühlen ähnlich? Tischdecke von dem Tisch der linken Seite nach oben gezogen. Von da ist er anscheinend allein drunter gekommen. Es kann ja auch sein, dass er die Leuchtfarbe auch gesehen hat, nicht wahr? Dem stimme ich zu, aber ich verstehe, was er damit meinen könnte. Was? Now then. Erstmal sollten wir uns die alte Hütte anschauen und alles abgrasen. Das Esszimmer reicht nicht aus. Wir müssen auch einen Blick auf andere Gegenden werfen. Wenn man überlegt, dass der Strom in der gesamten Hütte ausgefallen ist, nicht wahr? Gute Idee. Du musst ins Bett. Oh Gott, es ist schon nach null. Ich wollte dich etwas fragen. Und zwar. Schau mal. It is strange. Angeblich besitzt diese Wand hier eine andere Farbe, aber warum ist das? Oh, das muss die Brandschutztür sein. Brandschutztür? Hast du noch keine gesehen? Mit dieser Tür kann man das Feuer davon abhalten, sich zu verbreiten. So kann man leichter wegrennen. Ich verstehe, es ist wie eine magische Barriere, genauso wie Plastikflaschen um ein Haus herum. Achso, ja, gute Nacht, Lurker. Schlaf gut, Träume, schöne Sorry. Fällt Byakuya zu Boden, hat sie Hütte wohl verschoben. Oh Gott, wir sind weg von der Insel. Schlaf gut, Lurker, sorry. Damit werden nur Katzen ferngehalten. Du kennst dich über so etwas aus, aber hast noch nichts von einer Brandschutztür gehört? I am ashamed. Was das angeht, bin ich ungebildet. Entschuldigung. Brandschutztür würde den Beweis kugeln. Beweis wugeln, kugeln. Wow. I see. Wenn ich auf den Grund der Tatsachen gehe. Yes! Gehe ich auf den Grund der Tatsachen, das habe ich mittlerweile herausgefunden. Ich frage sie lieber nicht nach ihrer Ermittlung. Hey.
Hey, Hajime, kommt dir wieder was in den Sinn? Hätte sie über die Geschehnisse während der Stromstörung eine Idee? Ja, das dachte ich auch gerade. Are you serious? Woher wusstet ihr das? Du hast uns also wirklich gehört. Dabei haben wir wirklich nur leise miteinander gesprochen. Hä? Nicht nur mein Gesicht ist perfekt, alles andere ist das auch. Verstehe. Wenn du so gut hören kannst, dann musst du doch irgendwas während der Stromausfalls erkannt haben. Hey. Konntest du alle Stimmen im Esszimmer verstehen? Zum Beispiel, wer was gesagt hat? Überlass es einfach mir. Einfacher als Reis im Toaster warm zu machen. Hä? So, leider bekomme ich den Reis meistens gar nicht mehr heraus. Tollpatsch, ich bin. I see. Meintest du anstatt eines Toasters nicht die Mikrowelle? Das wäre doch viel einfacher. Nee, in Mikrowellen stecke ich immer Toastbrot. Was? Das bist wahrlich du, Ibuki. Nur du könntest auf so welche innovativen Gedanken kommen. Aber kannst du uns jetzt helfen oder nicht? I got it! Von mir aus, wenn ich dich anbeißen darf. Was? Yep. Sobald wir einen wertvollen Hinweis bekommen haben, darfst du meinen Hajime gerne befallen. Was? Dein Hajime? Was meintest du mit meinem Hajime? Ja, da. Also mal sehen, zuerst. Hat Mahiru aufgeschrieben. It's a blackout! Oh, ein Stromausfall! Danach ist Katsuichi ihr gefolgt, bevor auch ich meine Stimme gehoben habe. Hey, I can't see anything! It's pitch black! My future is pitch black! Ja, findet ihr meinen Kommentar auch nicht einfach genial? Ich hab's zweideutig gemeint. Fahr bitte fort. Dann haben noch alle wild dazwischen geschrien, bevor ich wieder eine Stimme wahrnehmen konnte. Everyone, calm down! We gotta stay calm in a situation like this! Don't step on my feet! What the hell? What's going on here? This is... Ow! Turn the damn lights on! I can't eat like this, you know? You guys? Where are you? Wasn't the blackout just in the kitchen? Nagito hat direkt auf Byakuya reagiert. Hä, warum geht ihr alle so früh? Waffelstoppel, du auch so früh? Also ich fange jetzt wirklich demnächst früher an zu streamen. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen deswegen. Gute Nacht, Waffelstoppel, ich schlaf gut, träum was Schönes. Und ja, hol dich gut. Selbst Rocky ist noch da. Perhaps the breaker overloaded? Hold on a sec. I'll go along the wall and do something about it. Das müsste es gewesen sein. Hey, bin ich nicht beeindruckend? Komm schon, mach mir ein Lob. Nur einen, bitte. Ernsthaft, komm mir nicht zu nah. Nagito, Hilfe. Ist etwas los? Nein, ich habe nur über Byakuyas Kommentar nachgedacht. Was ist damit? Hey. Warum hat er so etwas gesagt? Oder warum konnte er so etwas sagen? Es scheint mir fast so, als hätte er jemanden gesehen. Was meinst du? Warum führen wir das nicht ein anderes Mal fort? Zuerst müssen wir hier weitermachen. Erstmal will ich nichts in die Welt setzen. Er will keine Kinder. Ist auch vielleicht besser so. Yep. Was auch immer. Aber Ibukis Aussage gerade eben könnte zu einem nützlichen Beweis werden. Dann lobt mich oder gib mir ein Häppchen. Könntest du bitte aufhören, mich anzulecken? Alles so vernünftige Menschen. Ja, wirklich. Ich bleib bis zum Ende da. Ja, das Ende ist gleich. Also, wir machen heute nicht lang. Wir haben zu spät angefangen, deswegen mache ich... obwohl, früher Schluss ja nicht, aber... es darf nicht so ausarten, sonst fängt morgen wieder spät an und dann ist alles später, weißt du? Mir fallen gerade die Augen zu. Schlaf gut, Waffelsturmlorch. Glückwunsch, Veritas. Wie konnte Byakuya im Dunkeln so etwas geäußert haben? Es hörte sich fast so an, als hätte er jemanden gesehen. Das wundert mich wirklich. Aber Leute, ganz ehrlich, ich glaube, es ist eine gute Idee jetzt.